Ich habe Cheese gefunden. Das ist mal ein riesiger Cheese. Ciao zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 Online. Gut, das Online muss ich glaube ich nicht erwähnen. Jede Folge von Mario Maker 2 ist online. Heute will ich die Endlos Schwierig Challenge ein bisschen fortführen. Aber zuerst will ich noch ein Level von Revolve spielen. Und zwar hat der Suchti, also wie Suchti ohne das C, geschrieben, Revolve hat ein cooles Zelda-Level gebaut. Und ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ihr könnt auch eure Zelda-Level oder andere Level mit den neuen Bauteilen unter der Beschreibung in ein Google-Formular einreichen. Das sollte eigentlich ziemlich selbsterklärend sein, das Formular. Und das werde ich dann in Videos oder, falls dann das Internet wieder klappt, in Streams spielen. So, und das Level hat jetzt eine relativ hohe Abschlussrate. Also, okay, alles klar, ich muss da das Beste timen. Etwas über 2%, was eigentlich sehr, sehr machbar ist, auf den ersten Blick. So. Jetzt, okay, da muss ich mit ein bisschen mehr Speed da rein. So, also schon mal da rauf, genau, dann... Ich bin so dumm. Man kann nicht eine Schafattacke drauf machen, es geht nur mit dem Schuh. Ich muss einfach nur weiter. So, okay, und da muss ich dann, glaube ich, die Schampfattacke machen, genau. Und dann muss ich, glaube ich, mit dem Bogen wahrscheinlich schießen. So, dann, so, genau, jetzt da mit dem Bogen schießen. Ah, oh, perfekt. Dann auf die Schneepockys sehen im Super Mario Bros. 1 Teil ziemlich cool aus. Lol. So, da rauf, oh perfekt, den Speed mitnehmen. Und dann auf den Stehball, oh das ist cool. Mein Ball, hä? Was meinte der damit mit nach oben? Egal, ich schau mal, wie es weitergeht. Okay. Welcher grüne Held ist eigentlich das bessere? Luigi oder Link? Schreib mal oben in der Infokarte ab. Das ist eigentlich, ja, eine interessante Frage. Ob Link oder Link besser, ob Luigi oder Link besser ist. Ich würde sagen Link, weil ich die Zelda-Reihe so als ganz finde ich, eigentlich die Zelda-Spiele, haben die mich mehr gepackt als Mario-Spiele. Zelda Breath of the Wild ist auch mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Aber so mehr Stunden habe ich natürlich in Mario investiert und okay, das war jetzt nicht gut. Egal, ich kann mal weitermachen. Und dann muss ich da dagegen dashen. Okay, ja. Was? Nein, dann muss man wirklich sehr zu spät erst werfen. Das ist blöd. Das ist ja extrem spät. Oder mache ich irgendwas falsch? Ich glaube, man muss eine Bombe werfen. Ich glaube, man muss eine Bombe werfen. Darum der Pfeil nach oben. Ah. Ich bin dumm. Ja, genau so, oder? Ja, ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. So. Und... Ah! Ah, das ist klug. Das ist sehr, sehr klug. Das ist sehr, sehr klug. Jetzt bin ich trotzdem aber gespannt. Mein Ball, gibt es nicht die Möglichkeit, dann noch eine Bombe hinzupacken? Ich bin gespannt, was dort unten in diesem einen Block ist. Aber... Ich glaube wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht doch. Ich kann das mit der Bombe eigentlich zerstören. Ah, oder nicht? Doch. Kann ich eigentlich und... Was war das für ein Fail? Was war das für ein Fail? Jetzt kann ich das Level nicht mehr schaffen. So. Und da ist gar nichts in diesem Block drin. Okay, diese Frage ist nun auch geklärt und ja, dieser reine Fail war ein bisschen dumm. Aber jetzt habe ich das Level geschafft und das war genial. So, aber jetzt mache ich die Endless Challenge und da werden die Level wahrscheinlich nicht mehr so genial sein. Also, das Ziel sind immer noch 100 Level.
In der letzten Folge, glaube ich, bin ich bei Level 28 gestorben, was ziemlich dumm war. Und Spring Jump Training. Okay, wenn man da nicht sterben kann, dann sollte es eigentlich ganz gut machbar sein. 28 Sekunden, 22 Likes von 47 Leuten. Also das Level scheint gut zu sein. Und okay, es sei ein Trainingslevel, so ähnlich wie dieser eine Tabis das gemacht hat. Ja, das sieht gut aus. Das sind einfach die Leute wahrscheinlich einfach nur wegen dem Zeitlimit gestorben. Ja, ey, das sieht gut aus. Und so schwierig sind Springjumps jetzt auch nicht. In Mario Maker 1 waren sie zwar leichter, um einiges leichter, aber jetzt in Mario Maker 2 sind sie auch nicht extrem schwer. So, und das sieht aus, als ob man da wieder nach oben gehen könnte. Ja, klar. Und das ist ein Trainingslevel, macht ja auch Sinn. Ja, jetzt ist machbar, das Level. Und einfach nur von da Trampolin zu springen, reicht sicher nicht aus, oder? Doch! Ich habe Cheese gefunden! Das ist mal ein riesiger Cheese! Lol! Ich liebe es, Cheese zu finden. Wenn ihr nicht wisst, was Cheese ist, bedeutet einfach ein Level, es sich so einfach zu machen, so wie es der Entwickler eigentlich gar nicht gedacht hatte. So, da muss man den Rennknopf loslassen. Ach, ich glaube, ich werde skippen, ja. Es dauert zu lange und ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Und ich will auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Bowser's Shoe Store. Okay, also werden alle Schuharten vorgestellt, oder wie? 50 Sekunden, ja, ein Fünftel von Leuten haben es geliked. Das sieht doch relativ vielversprechend aus, ja? Ein bisschen die Fähigkeit des Schuhs vorgestellt. Ja, gefällt mir eigentlich so. Okay, der hatte den Schlüssel-Blooper. Jetzt bin ich zwar nur noch klein, aber ist okay. So, in der Schlüsseltür geht es weiter, oder? Oder was gibt's da? Okay, da brauche ich einen Schuh. Und mit dem Schuh komme ich da wahrscheinlich nicht mehr auf die andere Seite. Nein. Oder? Moment, weil wenn ein Goomba es schafft, da rauszukommen, aber nein. Der Goomba bleibt da drin. Okay, also muss ich auf das Secret wahrscheinlich verzichten. So, ich bin auf der anderen Seite, muss ich den Schuh abgeben. Und jetzt muss der Schuhgump auf die andere Seite, ja. Und dann gibt es einen Schlüssel. Schön. Da ist ein One-Up. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ich will mindestens auf 20 Level hoch. Auf 20 Leben. Ich verwechsel das immer noch. Ich weiß nicht, weshalb. Deshalb ist es schon ziemlich unterschiedlich, Leben und Level, aber irgendwie verfestigt das trotzdem. So, schon zwei One-Ups. Auf das Wunder beim Ziel kann man bei Mario Bros. 3 nicht wirklich hoffen, weil ich das einfach nicht timen kann. So, es kommt immer nur der normale Schuh, also nicht der geflügelte Schuh oder sonst irgendwie eine Variante. Okay, und ich glaube, ich muss das Ganze nochmal machen. Genau, der war nicht so richtig gut geladen. Alles klar. Zweiter Checkpoint. Das war der zweite, oder? Keine Ahnung. Jetzt haben wir diesen Schuh. Diese Blöcke kann ich nicht zerstören. Die sind unzerstörbar. Aber die da rechts nicht. Da sieht man an diesem Punkt. Da. Und das kann. In jeder Folge, wo ich so zoome, fragen Leute, wie ich das mache. Doppeltippen auf den Home-Button. Ich glaube, das muss man zuerst in Einstellungen einstellen. So, okay. Okay, irgendwie nicht so gut gelöst, dass die Bossmusik nur so kurz spielt. Man hätte die Bossmusik auf einen Gegner packen sollen, damit Bossmusik immer spielt, wenn der Gegner im Sichtfeld ist. Also nur so eine kleine Optimierungssache, weil mit den Soundeffekten muss man aufpassen, wo man die platziert. Muss man ein bisschen testen, was da sinnvoll ist, damit die Soundeffekte nicht aufhören zu spielen oder so. So, ich habe zwar nur zwei von drei One-Ups, aber ja, das Level hat mir eigentlich tatsächlich gefallen. Ja. Über 5 Stunden hat es gedauert. Oh, krass. Level 5 mit 16 Leben. Welt 1, 2, Piranha Cavern. Okay, zwar nur ein Like, aber das Level sieht eher kurz aus. Und eigentlich sehr, sehr gut machbar auf den ersten Blick. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. So, am besten einfach spinnen. So, schauen, ob es Power-Ups gibt. Okay. Nicht von unten in die Goombas reinrennen. Schön vorsichtig sein. Die 50er Münze natürlich mitnehmen. Das ist ein halbes One-Up. Oh, ich bin dann vorher mega krass irgendwie ausgewichen. So. Weiter geht's. Ja, das Level ist ein klassisches Level. Zwar ein bisschen viele Gegner, aber es geht. Ja.
So rote Röhre muss man auch ein bisschen aufpassen, aber es geht sehr gut. Also sind, glaube ich, nur Münzen, oder? Aber nehme ich natürlich auch gerne mit. Checkpoint, gefällt mir auch. Ja, nein, nein, Feuerbruder gefällt mir, Hammerbruder gefällt mir nicht. Der ist ein schlechter Gegner vom Game Designer. Der wirft einfach random und das ist einfach nicht fair. Ich hasse diesen Gegner. Ich glaube, ich werde nie in meinen Level packen. Das habe ich ein bisschen so von Thief Gaming übernommen, dieses Mindset, weil er sagt auch immer, der Hammerbruder sei der schlimmste Gegner in Mario Maker 1 und 2 und das stimmt, glaube ich, auch. So. Da ist ein Secret mit einem One-Up auf sich. Nein, ein halbes One-Up nehme ich auch gerne mit. So, aber wie soll ich jetzt spinnen? Wie soll ich jetzt spinnen, ohne dass ich die Gegner kaputt umbringe? Ich glaube, es ist klüger, wenn ich mich treffen lasse, damit ich dann spinnen kann. Weil sonst, wenn ich spinne, verschießt einfach Feuerbälle, ja. Und so habe ich jetzt 3 One-Ups und das Level hat mir tatsächlich gefallen. Und jetzt bin ich schon fast bei den 20 Leben. Schaffen wir die 100 Level eigentlich noch dieses Jahr? Das wäre sein kleines Ziel, in diesem Kalenderjahr noch die 100 Level schaffen. Alle Outfits sicher nicht, aber dieses Outfit für die 100 Level auf schwierig. Das könnte ich schaffen, ja? Okay, das sieht aus wie ein normales Rutschlevel. 20 Sekunden ist der Weltrekord. Habe ich das nicht schon mal gespielt? Das kommt irgendwie sehr bekannt vor. Ist ein bisschen janky, ich werde es überspringen. 6 Golden Coins. Okay, war nicht wie Super Mario Land 2 to 6 Golden Coins, also irgendwie so der Untertitel. Glaube ich wie schon. Okay, man muss 6 Münzen sammeln und Gegner in Blöcken gefällt mir nicht. Hat mir noch nie gefallen, ich habe noch kaum gute Anwendungszwecke dafür gesehen. 4 Minuten! No! No, 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 no. Irgendwas Japanisches? Irgendwas ultra seltsames? Ich will skippen. Okay, vielleicht skippe ich es nicht. Ich glaube, da kann ich mal ein paar One-Ups farmen. So, erstmal alles weg. Das ist auch etwas offscreen, genau. So, vielleicht werde ich es doch nicht skippen. Ich habe schon so viele One-Ups gesammelt und das Level ist sicher nicht allzu lang. In die Box gehe ich ganz sicher nicht. Das ist doch das Ziel! Das ist das Ziel! Wenn ich schaffe, auf Bumbums Kopf zu landen, bin ich im Ziel. Das ist so ein Scheiß-Level. Jemand hat mal in die Kommentare geschrieben, ich sei rassistisch, weil ich bei Japan-Leveln immer sage, die sind nicht gut, aber oder dass ich die skippe, weil sie Japan-Level sind. Aber wenn man das sieht, natürlich verallgemeinere ich es ein bisschen, wenn ich sage, alle Japan-Level sind schlecht. Das ist natürlich nicht der Fall, aber ich glaube, die meisten sind wirklich schlecht. Aber ich glaube, allgemein sind einfach die allermeisten Level, wie man so schön sagt, Hot Garbage. Ich wette, es gibt irgendwo einen unsichtbaren Block einstehen versteckt. Das könnte ich mir so gut vorstellen, aber ich bin im Ziel mit 19 Leben. So, jetzt kommt wieder das Buu. In 3, 2, 1, Buu! Gut, ich würde mal sagen, eins machen wir noch heute. Snowy Iced Slider. Gegeneinander, gegen die Zeit. Okay. Okay, es hat knapp 30 Likes. So schlecht kann es eigentlich gar nicht sein. Okay, ich will die 50er Münze mitnehmen. Und wie in aller Welt soll es ein gegeneinander Level sein? Wie soll das funktionieren gegen einen anderen Modus? Okay, zumindest Checkpoint. Okay, da muss man ein bisschen den Speed mitnehmen. Zuerst wird ein Maker einfacher Eindruck gemacht und dann wird es ein bisschen unfair. Na gut, mal sehen, ob es wirklich so unfair ist. Doch, es ist, glaube ich, ein bisschen unfair. Okay, ich habe diesen Sprung geschafft. Ich hoffe, es bleibt der Einzige, der so ein bisschen unfair ist. Vom Timing her, okay. Es geht. Rutschen ist wichtig und da ist das Ziel. Okay, gut, das Level war, diese eine Stelle war ein bisschen fies. Aber sonst war es eigentlich okay. Und ich habe die 20 Level. Leben. 7 Level, aber 20 Leben. Ja, also ich gebe trotzdem einen Like. Ja, es sah schön aus, das Level. So, und ich habe mein Ziel geschafft, über 20 Level. Oh gut, mehr als 20 Leben. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, und wenn ich dieses Niveau in etwa halten kann oder sogar auf 25 oder 30 Leben komme, dann ist es, glaube ich, sehr gut.
Ich werde das in weiteren Videos fortführen und wahrscheinlich auch in Streams, weil ich will die Videos nicht allzu lange halten und es wäre schon ein kleines Ziel von mir, das noch in diesem Kalenderjahr fertig zu bekommen. Ja, also, vielen Dank fürs Zusehen, ein Like wäre ein Traum, ein Abo auch. Bis zum 24. Dezember gibt es tägliche Videos auf diesem Kanal. Ja, würde mich wirklich sehr freuen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!